Wie sehen denn die ersten Schritte aus in PAX Day? Was macht man als erstes? Wie kommt man am besten vorwärts? Wie ist das mit dem Plot erstellen, Plot platzieren und die ersten Gebäude erstellen in seiner Area? Nach dem Login geht es natürlich erstmal los. Wir brauchen ein paar Materialien. Wir sehen hier vorne in der Area bauen schon verschiedene Spieler und wir brauchen erstmal Stein. Und mit dem ersten Stein kriegen wir auch schon sofort verschiedene Materialien bzw. Rezepte freigeschaltet, die eben für dieses Material jetzt Stein oder Gneis hier in diesem Fall benötigt werden. Also wir sehen jetzt hier sofort alle Rezepte, wo der Gneis quasi verwendet wird. Dann habe ich jetzt gerade hier aus Versehen direkt irgendwo noch einen Stock aufgehoben. Perfekt. Und sofort haben wir hier die Informationen zum Stock und was man damit eben machen kann. So, gucken wir mal kurz ins I wie Inventar. Da haben wir schon einiges an Steinen gefunden. Ich sammle noch mal ein bisschen mehr. Und dann brauchen wir allerdings auch noch ein bisschen mehr Holz. Und weil ich ja jetzt schon gerade einen Stock gefunden habe, gucken wir mal hier eben bei Craft. Bauen uns schon mal die erste Axt. Die benötigt 2. Die benötigt auch 2. Also ein Holz brauchen wir noch mehr. Das heißt, wir machen erstmal so eine Basic Axt. Schön so eine Steinaxt. Damit kriegen wir zumindest schon mal die ersten kleinen, da ist es, die ersten kleinen Bäumchen gefällt oder weiches Holz gefällt. Gucken wir mal, ob das dazu zählt. Und ja, es zählt dazu. Also nicht alle Baumarten, die so groß sind, zählen dazu. Einige Bäume sind dann einfach Hartholz und die funktionieren dann eben nicht zu fällen. Aber in dem Fall funktioniert es. Perfekt. So. Immer schön auf die Ausdauer achten. Wenn ihr unterwegs irgendwo Beeren findet oder etwas in der Art oder auch Pilze. Wobei bei den Pilzen muss man auch ein bisschen aufpassen, dass es da die richtigen sind. Dann gerne auch konsumieren. Wir haben hier unten 4 Buff oder Buff-Slots sozusagen, wo man dann sieht, wie lange das Konsumieren von diesen Beeren dann anhält. Und die regenerieren entweder die Energie ein bisschen schneller oder steigern die Energie, dass man eben nicht nur 100 hat, sondern vielleicht 120 oder so. Oder eben auch zum Teil die Lebensanzeige, dass man da eben dann mehr Leben hat. So, jetzt laufen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt haben wir schon die Axt in der Hand. Und als Wichtigstes brauchen wir jetzt natürlich aus diesen Materialien hergestellt, Craft hier oben, den Construction Hammer. Und sobald wir den haben, läuft die gesamte Konstruktion alles komplett über diesen Hammer. Also das ist ein absolut essentielles Werkzeug. Nehmen wir eben hier rein. Oh, ich brauche hier gerade mehrere. Abbrechen, jetzt habe ich schon 3 Stück gebaut. Das war natürlich Waste. Also, zack, jetzt haben wir den Hammer hier in der Hand. Wir sehen sofort die anderen Plots von allen anderen Spielern. Alles auch namentlich benannt. Und wenn man dann in einem Clan ist, dann sieht man das eben auch, dass das dann, guck mal, da hinten ist auch noch ein Plot. Und wenn wir jetzt hier rechte Maustaste drücken, sehen wir hier bei mir, ich habe keinen Plot mehr übrig, denn mein Plot ist auf einem anderen Charakter quasi schon vergeben. Ein Account, ein Plot. Bedeutet, man hat eine Area, in der man bauen kann. Man kann sich eben nicht mit verschiedenen Charakteren ganz viele verschiedene Plots einfach selbst aneinander stückeln. Trotz allem gehen wir jetzt mal eben in einen Plot rein. So, hier haben wir jetzt quasi einen Plot und man sieht diese leichte Umrandung, diesen leichten Schatten. Das ist hier quasi ein Plot, eine Umrandung, ein runder Bereich, der jetzt hier platziert wurde. Das kann man sich natürlich random einfach so irgendwo hinstellen. Man hat auch den Namen, man kann den auch umbenennen noch, diesen Plot. Und diesen Plot kann man dann aber auch eben verschieben. Zum Beispiel, wie das hier unten ist. Und hier sieht man das, glaube ich, ganz gut. Hier sind 2 Plots direkt nebeneinander. Und hier sieht man dann eben, dass die Plots, wenn sie aneinander connecten, dann eben auch hier eckig werden. Das heißt, man kann sich eben hier richtig schön dann eckig eben aneinander
bauen sozusagen und dann kommt da vielleicht der nächste dran oder hier rechts daneben kommt noch einer und hier kommt noch einer und schon vergrößert man quasi die gesamte Area, in der man dann zusammen spielen kann und man kann sich eben auch gegenseitig die Rechte geben, in diesem Plot zu arbeiten. Genau, Nashiline hat sich hier platziert, auch im Clan Raft mit unterwegs oder vielleicht zurzeit noch nicht, aber vielleicht die Tage unterwegs. Und wenn man dann eben hier baut oder wenn man dann, wie gesagt, hier als Gruppe dann baut, hat man irgendwann eine ganz große Fläche, wo man dann ein ganzes Dorf kreieren kann. Um es kurz zu zeigen, habe ich meinen bestehenden Plot mal kurz abgebaut und habe jetzt die Möglichkeit, mit diesem neuen Charakter hier den Plot zu setzen. Wir gehen hier auf Plot und haben jetzt hier quasi diesen Kreis. Und sobald man es eben jetzt hier connected, hier sieht man es, dann kommen wir eben auch hier zum Beispiel an den nächsten Plot dran. Hier sind wir aber auch schon in einem anderen. Das heißt, hier überschneidet sich das ein wenig eckig. Also gucken wir mal, ob wir nicht vielleicht einfach hier uns dran connecten und hätten dann da die nächste Connection. Oder wir machen hier den nächsten Plot. Gucken wir mal, wie weit kommen wir da dran. Da sieht man es schon. Aber da überschneidet es auch ein wenig mit dem anderen Plot da drüben. Also da muss man tatsächlich ein bisschen drauf aufpassen, dass man im Idealfall da wirklich ja einen Nutzen von hat und dass man am besten die Plots gut aneinander connectet. Ob das so bleibt oder ob sich das irgendwann vielleicht nochmal ändert, das werden wir sehen. Ich setze das jetzt einfach mal hier gerade dran. Zack, Plot ist markiert. Das heißt, wir sind jetzt hier dicht an dicht in einer Linie. Und dann habe ich hier eben die Möglichkeit mit gedrückter Maustaste. Hier haben wir nochmal die Plots. Hier können wir das, wie gesagt, nochmal benennen. Wir können das jetzt einstellen auf den Clan oder für die Öffentlichkeit oder eben auf privat. Genauso können wir später auch Kisten einfach nur sagen, es ist für die Öffentlichkeit, die Kiste ist für mich privat oder auch für den Clan offen zugänglich, dass man eben da seine Privatsachen vielleicht so ein bisschen hat und Sachen hat, die man eben teilen möchte. Ja, wenn ich jetzt hier ins Konstruieren gehe, seht ihr sofort, hier ist alles grüne Fläche. Wie gesagt, ich würde jetzt hier in dem Fall ein bisschen höher anfangen zu bauen, damit das Gras nicht so durchschaut. Zack. Und dann geht es auch schon los. Die Materialien, ja, man braucht schon recht viel. Die Materialien müsste ich jetzt also dann wieder farmen. Das heißt, im Idealfall hat man schon mal die ganzen Taschen gut gefüllt. Und dann legt man eben los, dass man dann eben hier ein Cluster nach dem anderen dran setzt. Bedeutet hier im Idealfall, wenn man eben baut, fängt man dann mit einem an. Man justiert sich die Höhe genauso, wie man es haben möchte. Und setzt dann eben, wie gesagt, hier noch etwas dran. Es ist deutlich einfacher, es von oben zu machen. Also dann einfach so drauf zu setzen, als es, wie gesagt, von hier zu machen, weil da connected ist manchmal an der verkehrten Ebene, nicht da, wo man will, gerade wenn man das auch ein bisschen höher baut, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig. Sobald man das eben von oben macht, dann connected er direkt an der oberen Fläche, zack, und dann ist das so gut. Wenn man sagt, ah nee, gefällt mir nicht, dann drückt man einfach mit dem ausgewählten Hammer das Mausrad rein, also die mittlere Maustaste, dann nimmt er das wieder weg. Dann kann man das eben woanders nochmal neu setzen. Wenn man sagt, man hätte das jetzt gerne in einer anderen Höhe, es soll nicht so connecten, dann kann man das auch mit gedrückter Alt-Taste machen, plus Mausrad. Dann connectet man es vielleicht einfach so eine Ebene höher. Und dann sagt man, okay, das nächste soll vielleicht auch noch eine Ebene höher. Und schon hat man hier eben die Möglichkeit, so eine Art Treppe zu bauen. Es gibt allerdings auch wirklich Treppen im Game. Also da kann man das natürlich dann nochmal anders machen. Also man kann dann eben variieren, ne? Wie man das eben machen möchte, ob man das so machen möchte. Zack, zack, zack. Oder nochmal wieder anders. Also die Möglichkeiten hat man. Auch das wieder, wenn man sagt, okay, gefällt mir so doch nicht, ich muss das anders machen. Dann macht man das eben hier, zack, mit der mittleren Maustaste einfach wieder weg. Zapp, zapp, zapp. Oder mit dem Mausrad. Und die Materialien bekommt man wieder. Bedeutet also, wenn ihr euch denkt, nee, ich baue vielleicht doch an einer ganz anderen Stelle, einfach alles wieder abbauen, woanders wieder aufbauen und es kann wieder losgehen.
Dann gibt es noch einen ganzen Bereich, der sich aufs Crafting bezieht. Das Wichtigste hier ist erstmal der Holzklotz. Wenn man den schon mal hat, den Holzklotz, dann kann man darüber verschiedene Holzarten erstellen, die man dann wiederum braucht. Also aus diesem normalen Holz kreiert man dann zum Beispiel diese Holzklötze und daraus, ich mache das einmal, auf einmal craften. Wir machen jetzt quasi aus diesen drei Holz, machen wir dann ein so einen Klotz. Und jetzt können wir aus einem von diesen Klötzen, können wir dann drei Bretter daraus machen. Und die Bretter wiederum, die können wir dann umgestalten in eines der wichtigsten, da unten haben wir schon, eines der wichtigsten Tools natürlich, in eine Kiste. Wir brauchen immer jede Menge Lagerplatz. Also hier einfach mal durchstöbern, was es alles gibt. Pottery gibt es, Basic Workbench, ein kleines Campfire. Dann haben wir hier Charcoal Kiln, also für Holzkohle. Das hatten wir gerade schon hingestellt, den Holzklotz. Eine Furnace gibt es, Basic Furnace, eine bessere. Einen Brunnen gibt es. Basic Armor, alles was so ins Schmieden geht. Also auch hier jede Menge Auswahl. Basic Armor, Workbench, einen Anvil, einen Amboss, so ist es. Blacksmith, Workbench, verschiedenste Variationen. Dann wieder die gesteigerte, eine Basic Furnace, eine Forge, dann einen Iron Anvil und so weiter und so weiter. Also da gibt es richtig verschiedene und Besonderheiten oder spezielle Bereiche dann auch noch im Schmieden, ob es dann eher der Waffenschmied ist, der Werkzeugschmied ist, der Rüstungsschmied ist und so weiter. Also hier gibt es viele Variationen. Trotz allem braucht man, wenn man sagt, okay, man ist Schmied, nicht nur das eine. Man braucht zum Beispiel auch zwischendurch Tailoring. Das heißt, man muss auch zwischendurch einfach mal Fäden herstellen, um etwas zusammenzubinden und so weiter. Also man braucht da schon verschiedenste Komponenten, genauso wie Lederarbeiten, dass man zum Beispiel schöne Lederstreifen um sein Schwert herumwickelt oder ähnliches. Das braucht man. Dann haben wir hier Tanning Racks, hätten wir hier noch Cooking auch noch dabei, Fletching, wenn man hier einen Bogen herstellen will, Alchemie, das werde ich jetzt demnächst im Livestream auch nochmal wieder machen, dass wir hier die so eine Distille hier herstellen. Und dann gibt es hier Juwelenschleifen auch noch, denn es gibt tatsächlich sowas, ja, wie Magie. Also man kann hier im Game eben auch Diamanten oder Edelsteine nutzen, die dann auf die Rüstung mit verbinden. Auch das gibt es dann später nochmal in einem separaten Video und die dann nutzen. Ja, und hier haben wir dann natürlich noch den Bereich für das Dekorative. Und da sieht man eben, wenn man hier Reet, ich habe gerade unterwegs schon mal ein bisschen Reet eingesammelt, was man eben auch fürs Dach braucht oder für so einen Korb. Oder es gibt dann eben hier solche Kisten. Und dann kann man eben hier schon mal neben seinem Holzklotz, hoppala, können wir dann schon mal hier so eine Kiste herstellen. Wir gucken da nochmal eben rein. Die wird dann auch schick beleuchtet, schön dekorativ hergestellt hier. Also dann haben wir hier schon mal eine Kiste und da drin können wir dann natürlich auch alles einlagern, was wir brauchen. Das Reh zum Beispiel, die Blume können wir vielleicht erstmal noch wegwerfen, das brauchen wir nicht. Aber das sind so die wichtigen Sachen. Bisher gibt es noch keine Abnutzung. Das heißt, sowas, was hier übrig ist oder falsch gebaut wurde, kann man vielleicht auch einfach wieder entsorgen. Ja, soviel zu den Basics. Seid kreativ, probiert euch aus. Testet, testet, testet. Und gebt Feedback an die Entwickler, wenn ihr könnt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Game. Es gibt jede Menge Updates regelmäßig zum Game. Und ja, wir werden sehen, was sich jetzt hier nach der Alpha noch so tut und wann die ersten Beta-Phasen kommen. Ich baue das jetzt alles wieder ab und gebe jetzt diesen Plot wieder frei, damit mein Hauptcharakter in der großen City im Dorf natürlich wieder an seine ganzen Sachen rankommt und dass da nicht auf einmal jemand meinen Plot einfach claimt. Bis zum nächsten Mal, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns entweder im nächsten Video oder mal im Livestream gleichzeitig auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin.